Oh, der fliegt gerade durch. Aufgeklatscht. So, jetzt fehlt noch eine Map, und zwar das Sideshow. Und ich denke mal, wir spielen jetzt einfach weiter, bis wir die einmal gespielt haben. Und dann werde ich das Video beenden. Denn dann... Ja, wir haben jetzt 3 Matches gemacht. Wir sind gerade bei ungefähr 23 Minuten. Wenn wir dann fertig sind mit den Sideshow, dann könnte das zwischen 30 und 40 Minuten sein. Das Match, was jetzt kommen wird, wird ja auch noch ein bisschen dauern. Und dann werde ich hier mal direkt wieder die Shotgun in der Hand nehmen auf Urban, weil wir wissen ja, kleine Map, immer in your face. Hoffen wir mal, dass wir hier auch wieder ein recht gutes TDM spielen können. Ja, das, was wir gerade gespielt haben, hat ja auch nicht enttäuscht. Also es war jetzt auch nicht so sonderlich viel Bullshit, worüber ich mich aufregen könnte, wie der Herr Westersburg es machen würde. Ich habe ihn auch eingeladen, dass er die ersten paar Runden hier mitspielen dürfte, aber er wird dann wahrscheinlich sagen, dass er eher Herrschaft oder sowas spielen möchte. Naja, jedem das Seine. Und jedes Spiel muss ja nicht einem gefallen. Und ich habe von ihm gestern gehört, dass er seine Quad Nuke rausgehauen hat. Oder vorgestern? Na, ich glaube gestern. Oder vorgestern? Und da ziehe ich auch mal meinen Hut vor. Wenn das hier wirklich die weltweit erste ist, dann haben sich die ja fast fast 6 Jahre MW2 ja schon ausgezahlt. Okay, let's go. Oh, fail. Oh. Nein, den hätte ich einfach messern sollen. Das war gerade von Fails übersehen. Übersät. Oh, schon wieder. Oh mein Gott. Hier oben sind doch 2. Ja, wusste ich's doch. Boah, auf dieser Map, ich sag's euch, Shotgun for the win. Oder halt Submachine Gun. Oh mein Gott, da waren sie schon alle wieder um die Ecke. Oh, wo ist er denn hin? Mann, da will ich einmal einen außer auf der Ferne holen. Nope. Dann bleib ich eben bei der Shotgun. Von hinten. Was? Wieso hat er den nicht gekillt? Ich war doch voll drauf. Naja. Jetzt sind sie wieder auf der anderen Seite. Irgendwie muss ich da jetzt rüberkommen. Ah, Mann, der hockt da schon an der Ecke. Mann, hab ich sie. Das war jetzt eigene Dummheit. Hier. Mal ein bisschen warten, hier kommen sie gleich. Einer. Hier unten sind sie gerade. Ah, verdammt! Ah, das kann ich so schwer einschätzen, wo die Leute sind, wenn die halt Low Profile drin haben. Na, das war wieder gefailt. Das tut so im Herzen weh. Gefressen. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Alter! Na, jetzt reicht's mir. Jetzt gehe ich auch mal auf ASM. Was heißt, jetzt reicht's mir?
Alter, das war ja ein Premium-Spawn, ne? Nein, nein, eigentlich soll ich mit der Shotgun. Alter, krieg ich nur einen Hitmarker. Kann ich hier auch mal rein? Ah, das war ja jetzt kacke, das Match. Aber das, vieles davon war auch eigene Dummheit. Beziehungsweise eigenes Nicht-Vermögen, andere zu treffen. Naja, immerhin sind wir positiv. Dadang. Ich muss auch sagen, die KD in diesem Spiel ist bei mir auch eigentlich lächerlich. Und das liegt alles nur am skillbasierten Matchmaking. Ah komm, können wir mal random nehmen. Hier haben wir ja alles schon gespielt. Komm schon, ich will doch nur einmal Sideshow spielen. Ein paar Clowns. Ja, hier sieht man, haben wir das Loadout, was ich habe, mit der ASM1. Griff, erweiterter Lauf, erweiterte Magazine, Low Profile, Blind Eye, Blood Suppressor und Scavenger. UAV, dann mit Feinderkennung oder wie man das nennen soll, dass man halt eine rote Umrandung hat und dann sieht, wo die Gegner sind. Ein Systemhack nur mit dem ausgerüstet, dass man die Exosuits außer Gefecht setzt und halt einen Bombing Run ohne irgendeine Verbesserung da drauf. Ich denke mal, hier werde ich jetzt aber wieder die ASM1 nehmen. Weil Drift ist jetzt auch nicht so close quarters. Also es gibt schon einige Areale, wo man eigentlich mit der Shotgun rumrennen könnte. Aber ich denke, dass hier die ASM1 deutlich eher aufräumen wird. Das kenne ich doch schon. Ich möchte eine andere Map spielen. Eine, die ich noch nicht kenne. Chantal. Laden, 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 ladebildschirm. Dubidubidu. Come on, man. Load up. Load up. Load up, aha. Load up. Let's go. Let's go. Ich denke, hier werden die auch gleich kommen. Weihnachtsmann. Mann, das ist so schlau. Und warum weißt du ganz genau den Weihnachtsmann von jedem Kind? Weihnachtsmann! Wo sind denn die bösen Wichte? Auf der ganz anderen Seite. Das ist ja super. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Einmal wieder umdrehen. Da war einer. Der hatte keine Schnitte. Hat auf einen ganz anderen Typen gezielt. Sehe ich schon kommen, in der Mitte sind die jetzt alle und dann werde ich einfach sterben. Hey, nicht Karussell fahren. Ist nicht. Oh nein, von hinten der Motherfuckerino. Warum drehe ich mich auch nicht um? Selber schuld. Dann hätte ich locker eigentlich haben können. Der Enemy. In der rechts in der Ecke. Ups. Hoppla, Freund. Ich dachte, du wärst dein Gegner. Excuse me. Ma. Schon wieder eine der wenigen Begebenheiten, wo ich mal den
Kreisbutton gedrückt habe. Hier war doch auch irgendwo einer. Verdammt. Verdammt. Lass mich raus. Lass mich raus. Werde hier schon von überall wieder beschossen. Wie kommt man denn da hoch? Haha, gotcha, bitch. Aber die sind alle wieder da in der Mitte. Zur Titte. Zum Sack. Zack, zack. Was bedeutet das eigentlich, wenn die Exosuits so hart am Leuchten sind? I don't know. Ah, schon wieder. Voll am Leuchten, der Typ. Nein, von hinten habe ich es gerade erst gesehen. So, ich verpiss mich mal rein in der Hoffnung, dass ich nicht getroffen werde. Oh, hier vielleicht. Wow. Der war ja mal mega awesome, der Bombing Run. Man, komm schon. Ich sehe doch sogar, wo die sind. Also die meisten zumindest. Ah, den wollte ich natzen, den Typen. Mann, jetzt hat er mich genatzt. Schon immer der gleiche mit der fucking Amelie und sitzt immer irgendwo. Das ist auch ein großes Problem, was ich mit dem Spiel habe. Entweder benutzen die Leute die Fähigkeiten des Exosuits und jumpen halt crazy. Ich sehe nichts. Crazy herum. Oder sie sind halt so davon eingeschüchtert. Oh, Lawine. Dass sie halt damit gar nichts machen und nur in der Ecke rumsitzen. Dreh dich nicht um, Junge. Wo ist der andere Typ hin? Ich habe Angst. Hockt da in der Ecke. Da kommt noch einer. Nur da hinten sitzen sie alle. Wenn ich da jetzt lang gehe, dann kriege ich auch noch aufs Maul. Ne, den da oben kriege ich nicht. Och, was? Das war ein Gegner? Das war wirklich ein Gegner. Ich dachte, das wäre einer von uns. Oh, ist das peinlich. Egal, shit happens. Oh. Ah, den habe ich aber noch geholt. Weggesnackt. Oh, man. Da wollte ich den links von mir holen. Oh, schon wieder 75 zu 74. Close Match. Ja, kann sein, dass ich die Aufnahme dann in zwei Teile schnippel, weil ein 40-Minuten-Video, das guckt sich ja keiner an. Oder sogar länger. Aber die Matches, die wir bis jetzt so gehabt haben, die waren eigentlich wirklich gar nicht schlecht. Also, oh, ich habe sogar einen Supply Drop gekriegt. Aufmachen. Hm, schreibe ich doch mal Elite an. Warum nicht? Oh, hier, Sideshow. Ja, jetzt werden wir auch mal Sideshow spielen. Immer diejenigen, die extra noch in Clantech schreiben müssen. Girl, ich bin ein Mädchen. Who gives a shit? Bist du eine Attention-Whore oder was? Brauchst du Aufmerksamkeit? Ja.
Sieht so aus, als würden wir diesmal Sideshow tatsächlich spielen. Also ich weiß, dass es irgendwie was mit Clown zu tun hat. Und dass irgendwann so ein Clown Bomben auf der Map wirft, die man nehmen kann und auf andere Gegner werfen kann. Mehr weiß ich darüber nicht. Also ich habe auch schon ein bisschen paar Videos gesehen, aber da habe ich halt nur mal kurz reingeschnuppert und weiß halt nur so das Grobe von den Maps. Bei Zombies habe ich mir da schon mehr angeguckt. Also da habe ich auch einen Livestream von NGT Zombies gesehen, wie die versucht haben, das Easter Egg zu lösen und sowas. Also ich finde es eigentlich verwunderlich, dass in Zombies der Gore auch wieder so, ja, wieder vorhanden ist. Okay, ich meine, in Black Ops 2 war es auch so, aber am Anfang hieß es ja, Black Ops 2 würde uncut in Deutschland erscheinen. Und dann hatten die Deutschen endlich ihre Griffel an der CD und haben bemerkt, das ist gar nicht uncut. Haben Terror gemacht und dann haben sie erst mit einem Patch das zusätzlich nachgereicht, dass man halt Gliedmaßen von den Zombies abschießen kann. Und ich habe das Gefühl, als wäre das hier wieder genauso gelaufen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie. Dass es zumindest in Deutschland so ist, dass man über DLC eher Uncut-Kram ja, reinreichen kann. Es war ja auch so in Advanced Warfare, da gab es ja halt diese eine Zombie-Runde, aber da konnte man halt auch nichts abschießen, weil es halt auf der Disk war. Und wenn man das halt mit DLC dann nachreicht oder mit einem Patch halt, dann scheint es an sich ja nicht so das Problem zu sein. Ich weiß nicht, ob da dann irgendwie die USK umgangen wird, nicht die FSK. Ist mal eigentlich ganz interessant, ein bisschen darüber nachzudenken. So, und das wird jetzt auf jeden Fall das letzte Match sein. Dann sind wir bei, ja, 45 Minuten der Aufnahme. Das erinnert mich schon ein bisschen an Karneval mit dem ganzen Clown-Gedöns. Stealth-Clown hier mal spielen. Da hinten war einer. Verdammt peinlich, hätte ich den nicht gekriegt. Oh. Sonderlich groß scheint mir die Map jetzt aber auch nicht zu sein. What? Wo lag der denn? Der Typ schon wieder. Oh, der geht mir immer hart auf den Sack. Aber man hat hier definitiv längere oder beziehungsweise größere Sichtlinien. Das heißt, man kann hier auch eine Assault Rifle mal nehmen. Aber wieso eine Assault Rifle, wenn man eine fucking ASM1 hat, die genauso gut wie, wenn nicht sogar besser als eine Assault Rifle ist? Ich würde sogar fast schon sagen, besser. Mit den passenden Attachments. Wir die droppen. Hab das Gefühl, als würde ich da nicht so. Da ist einer drin. Na, so was macht man aber nicht. Ich glaube, mein eigener Bombing Run. Oh nein, da war noch ein Gegner. Sonst hätte ich gesagt, dass mein eigener Bombing Run mich wieder killt. Mann, ich hätte echt gern den System-Hack bekommen. Dann könnten die sich nämlich nicht bewegen. In den normalen Game-Modi ist das schon ein extremer Nachteil. Okay, in der mittleren Areal ist es auch wieder Short Range, aber hier die äußeren links und rechts, da kann man echt sehr gut was mit einer höheren Reichweite nehmen. Da oben war schon wieder einer. Links an der Brücke war einer. Na da, konnte ich nichts gegen machen.
Das hat er zu sehr gesehen. Alter. Okay, ich nehme mal jetzt die Ball just for fun, weil es ein bisschen long-rangiger ist. Hätte ich schon fast verkackt. Oh mein Gott. Wo sind sie denn? Okay, das habe ich. Oh. Habe ich auf der Map gesehen. Oh nein. Verkämmt er sich da hinten. Die Sau. Was? Wieso hat er es nicht getroffen? Wegen dem fucking Schild. Willst du mir das wirklich erzählen? Ein Paladin auch noch. Ah, toll. Nee, aber hier kann ich nichts gegen machen. Das haben wir einfach verloren. Nope, nope, nope. Bam, Junge! Ganze mache nix. Aber mein Team war auch wirklich extrem grottig. Gegen die größten Noobs gespielt, ey. Also, die Gegner. Gegen uns halt. Als Noobs und so. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt mal mit diesen ersten Runden auf den neuen Maps. Und sag mal dann auch, dass ihr gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren niederschreiben dürft. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung oder einen Favoriten oder sowas freuen. Und ja, bis dann. Haut rein.